den nächsten Starter aus seinem Team. Das kann er ja machen, er kann ja verkürzen. Jetzt geht's auf Stufe 11, also eine Stufe runter. Das ist ein Meter weniger Anlauf, halbes km/h weniger potenziell Anlaufgeschwindigkeit. Es gibt 9 Pluspunkte jetzt, weil das ja ein Nachteil ist. Aber nur, wenn er 228 Meter mindestens erreicht, dann bekommt er diese Bonuspunkte. Der Clou ist jetzt, er kann ein bisschen kürzer springen, genauso viele Punkte kriegen wie die anderen, aber leichter landen. Das ist vom Landedruck etwas günstiger, kann hier den Telemark machen. Und das ist der Sinn der Sache gewesen. Und diesmal ist es voll aufgegangen bei Karl Geiger. Jetzt bekommt er richtig viele Punkte, 232 Meter, 19,5, einmal die 20 ist schon da. Voll aufgegangen die Rechnung von Stefan Horngacher in diesem Moment. Ja, obwohl ihm sogar nicht mitgespielt wurde, weil nicht sofort reagiert worden ist von der Jury, kann passieren. Aber der Karl hat das Beste draus gemacht. Und ja, es muss so ein herrliches Gefühl sein, wenn man den grünen Strich sieht und sich auf die Landung vorbereiten kann, die er perfekt macht. Ist gut gegangen, ist gut gegangen. Und damit ist es wieder ein Podestplatz wie gestern für Karl Geiger, für den Skiflug-Weltmeister aus dem letzten Dezember. 232 Meter reicht für einen satten Vorsprung vor Bo Paločić, den Slowenen. 12 Punkte dahinter, aber es ist ja noch nicht vorbei. Das gleiche Spiel nochmal, jetzt für Markus Eisenbichler.